Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play Kenshi mit mir, dem Yakinator und natürlich Yakinator, dem Weisen und Khalid. Und letztes Mal hatten wir uns in der Wüste hier zu Bett gelegt und ich habe mir gedacht, da wir jetzt gar nicht verletzt sind, können wir einfach wieder aufstehen und weiterlaufen. Die Nacht soll uns ja nicht daran hindern, hier irgendwas Tolles zu vollbringen. So, und diesmal werden wir auch nicht vergessen, unsere Schlafsäcke wieder einzupacken. Das heißt, einmal raufklicken, Dismantle. Yakinator darf inzwischen auch aufstehen. Wunderbar, einmal raufklicken, Dismantle. Und dann nehmen wir die gleich wieder mit. Sehr schön. Jetzt noch alles in den Rucksack rein, wie gehabt. Ach, Yakinator ist ja so schwer bepackt. Das heißt, er hat gar keinen Platz mehr in seinem normalen, im Rucksack drin. So, ich wollte eigentlich mal schauen, können wir hier vielleicht auch diese Dinger stacken? Das wäre natürlich perfekt. Okay, dann schmeiße ich den Sack erstmal wieder raus. Und jetzt will ich mal gucken. Geht das? Geht das? Geht. Oh, wir können keine Rüstung stecken in unserem tollen, stackbaren Rucksack hier. Das wusste ich auch noch nicht. Aber okay, dann ist das so. Gut, jetzt müssen wir... Wo liegt denn jetzt der Schlafsack? Ach, hier ist der Sleeping Bag. Gut, dann Khalid nimmt den Sleeping Bag da rein, dann ist das alles ein bisschen leichter. So, da hinten ist eine Karawane. Als erstes können wir die ja mal abfangen. Los geht's. Wir wollen uns ja hier nicht langweilen. Auch wenn es natürlich so aussieht, als ob hier erstmal nicht so viel ist. Aber Gott sei Dank ist ja die Sichtweite auch ein bisschen begrenzt. Und in der Wüste kreucht und fleucht durchaus mehr rum als hier, sag ich mal, beim Hub oder in der Nähe von Stack. Hier sind halt die krassen, hochleveligeren Gegner und natürlich die besseren, tollen Karawanen. Ich hoffe, das ist jetzt auch eine Karawane. Ja, ist es. Denn die Nomaden, die wollen ja immer nicht mit uns reden. So, mal schnell dahin gezoomt. Achso, falls ihr es gesehen habt, wir sind jetzt auch wieder völlig englisch unterwegs und ich gebe wieder Move Orders und bin aimless. Das Deutsche, das war mir ein bisschen zu umständlich und gerade hier mit den Statistiken, dass das immer alles verdeckt wurde. Nö, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Was ist das denn Schönes? Wer seid ihr denn? Ah, die Starving Vagrants, das sind so eine Art Starving Bandits. Ich bin mal gespannt, wollen die irgendwas von uns? Wird es hier zu einem kleinen Konflikt kommen? Dum-dum-dum. Ich werde mir das mal von der Seite aus angucken. Oh ja, sieht ganz so aus, als ob hier so ein bisschen entweder wollen sie überfallen oder nicht. Nö, anscheinend doch nicht. Na gut, aber die Starving Vagrants, das sind auch so... Boah. Das sind eigentlich auch machbare Leute. Also da könnten wir uns durchaus mal ranwagen. So ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen wegrennen. Oder wir lassen uns mal zusammenprügeln. Können wir einfach mal durchziehen. So, aber erstmal den Karawanenmenschen fragen, was er denn so hat. Oh, er hat Tiere. Das war auch nicht schlecht. Ah, hier sieht man nochmal eine von diesen Ziegen. Völlig... Direkt von nahem. Ja, die Bullen, die haben alle keine... Die Augen so ein kleines bisschen hier so versteckt, ne? Aber anscheinend braucht hier jedes Tier irgendwie so große Schädelplatten. Ansonsten wird das anscheinend nichts. Der Knochenhund. Warum ist das denn... Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Warum ist das denn noch ein Knochenhund und eine Rudelbestie und ein Rudelbulle, wenn wir doch wieder englisch unterwegs sind? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Habe ich da jetzt irgendwas völlig kaputt gemacht vielleicht? Meine ganzen Klamotten und Sachen, die heißen alle eigentlich noch so, wie sie auf Englisch hießen. Aber hier diese Tiere anscheinend nicht. Nun gut, ich überlege mal. Ach, wir können uns eh keinen Knochenhund im Moment leisten. Wir haben nur 575. Wir können leider auch nichts von unserem Zeug verkaufen, was wir eigentlich loswerden wollten. Dann, das ist hier ein reiner Tierhändler. Tja, und der hat sowas nicht, ne? Der hat kein ordentliches Inventar. Außer natürlich hier, das sind zwei und hier läuft noch einer rum, den wir ansprechen können, der vielleicht normale Sachen hat. Nee, auch nicht. Gut, dann gehe ich mal aufs Ganze und werde mal gucken, was wir hier mit diesen Starving Vagrants anfangen können. Es sieht so aus, als ob die auch in die Richtung von dieser Stadt gehen. Ach, und das Problem löst sich schon praktisch von ganz alleine. Dann, ach, super, wenn ihr so drauf seid, liebe Starving Vagrants, dann machen wir das doch so. Dann pulle ich wieder mal ein paar. Guck mal hier, wir laufen jetzt einfach mal hier an diesem Spinnenvieh vorbei. Vielleicht ergibt sich ja dann irgendeine lustige Situation. Natürlich wäre es mir am liebsten, wenn ich allein diese Vagrants besiegen könnte. Kann ich aber leider nicht. So, Spinnenvieh, hast du Lust? Los, komm. Auf jeden Fall sind jetzt ein paar von diesen Starving Vagrants, haben anscheinend wirklich die Lust verloren. Laufen hier an dieser Spinne vorbei. Sehr schön. Und die Spinne kümmert sich jetzt um die und ich kümmere mich hier rum. So, achso, und übrigens, letztes Mal haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe für beide eingestellt Attack Target, wo wir doch von mehreren angegriffen wurden. Das heißt... Yakinator der Weise und Khalid werden sich praktisch nur auf einen Typen raufstürzen und die anderen können nach Herzenslust uns in den Rücken prügeln. Das will ich diesmal vermeiden, um das ein bisschen dynamischer für die beiden zu gestalten. Dann entscheiden die auch selber, was sie machen. Machen wir Attack All und dann haben Yakinator und Khalid praktisch die volle die volle Auswahl. Und ich hoffe, so, okay, endlich mal ein paar grüne Zahlen. Ich mach das mal schnell, denn ich denke mal nicht, dass wir das hier großartig überleben werden. Nee, gut. Und jetzt gibt's übrigens Trick 17.
Bevor wir hier komplett gleich abnippeln, noch hat sich keiner von diesen Vagranten an unseren Sachen bedient. So, und dann packe ich einfach mal den Rucksack auf den Boden. Na, sowas. Und das verwirrt die so dermaßen, dass die sich gar nichts von dem Essen aus dem Rucksack rausnehmen und unverrichteter Dinge wieder abziehen. Gut, dann hoffe ich mal, dass Yakinato auch überlebt. Minus 18 haben wir hier, Kalit minus 16. Ja, Kalit ist schon wieder am Start. So, super, ihr Vagranten, ihr könnt da mal abhauen und zu dem Spinnäumel gehen. Und gut, dann werde ich mal schauen. Dann kann sich Kalit ja gleich mal ein bisschen heilen. Heile, heile. Ach, er hat kein Medkit. Natürlich, wir müssen erstmal das Backpack wieder aufnehmen. Yakinato kann inzwischen auch mal sein Backpack wieder aufnehmen. Hast jetzt alles geheilt, Kalit? Das wäre echt toll. Ja, sieht so aus. Okay, chestmäßig sind wir zwar relativ schwach jetzt und wir können uns höchstwahrscheinlich keinen weiteren Kampf erlauben, aber das sieht so. Ach. Was machen wir denn da am besten? Tja, wir hatten jetzt mehrere Varianten. Wir können jetzt einfach warten, bis diese Mörderspinne praktisch die restlichen Leute hier umbringt. Ich glaube, von der Laufgeschwindigkeit sollte das eigentlich machbar sein, dass wir der entkommen. Ich darf bloß nicht zu spät auf die Pause-Taste drücken. Haha, und das Tolle ist natürlich. Ja, jetzt kommt sie erstmal zu uns. Tschüss, Spinne. Und das Tolle ist natürlich, wenn sie jetzt dann nachher weg ist. So. Ah ja, sie hat sich das anders überlegt. Und jetzt gehen wir mal zurück zu den Starving Vagrants. Der Akinator ist mich taktisch gar nicht so blöd. Ich habe minimal dazugelernt in letzter Zeit. Und jetzt wird erstmal voll auf die Omme gehauen. Und jetzt rächen wir uns mal so ein kleines bisschen dafür, dass die uns einfach angreifen wollten. Wunderbar. Na, ohne viel Arbeit sind wir hier an so eine tollen Sachen herangekommen. Die sind auch alle noch ein kleines bisschen unconscious oder am Sterben. Ich will bloß nochmal gucken jetzt erstmal, gibt es hier für jemanden Bounty? Ist ja immer leicht verdientes Geld. Können wir da ein bisschen Bounty mitnehmen? Nee, ja, nee, sieht nicht so aus. Gut, hier hinten liegt noch einer. Das wäre der letzte. Oh, den hat es aber ganz schön übelst zugerichtet. Und die Blutpfütze ist auch ein bisschen größer als die, die wir hier vorhin produziert haben. Ich wollte mal schauen, ob wir eventuell schon. Na, jetzt lädt irgendwas. Ob wir eventuell schon eine Stadt sehen. Sieht im Moment noch nicht so aus. Gut. Aber jetzt haben wir erstmal ein kleines bisschen Zeit. Und das heißt, jetzt wäre ein Yakinator. Wer hat denn hier eigentlich den meisten Inventarplatz noch? Yakinator, sieht doch gut aus. So, und dann schaue ich mal, was haben denn so eine Starving Vagrants eigentlich dabei? Ach, habt ihr das gesehen? Die haben sich einfach mein rohes Fleisch schon mal geklaut, die Säcke. Gut. Hier vielleicht noch eine. Ach nee, das ist auch alles nicht so toll, ne? Also hier, ja, das sieht ganz gut aus. Ist schwarz. Das ist das einzig Gute daran. Ist auch nicht viel wertvoller. Aber das war anscheinend schon der Anführer. Okay, ist wie bei den hungrigen Banditen, haben alle nur diese blöden Eisenstäbe dabei, die kaum Geld bringen. Ah, hier ist ein bisschen was Solideres. Nee, dann nehmen wir trotzdem hier diesen Säbel mit. Den packe ich jetzt hier rein. Das Tolle übrigens an diesen beiden Wappenslots ist, das habe ich neulich auch erst mitbekommen. Wenn wir da zwei unterschiedliche Waffen reinpacken, dann ist das so, dass immer die Waffe benutzt wird, die gerade für die Situation am Ende angemessensten ist. Und da wollte ich mir doch tatsächlich noch mal ein, zwei Gedanken machen, wie wir das so ein bisschen für uns ausnutzen können. So, und jetzt wäre es natürlich toll, wenn wir nicht in diese Riesengruppe von Floatern reingeraten. Floater, nee, das waren die bei Fallout, aber das sind ja auch, heißt ja übersetzt auch mehr oder weniger Schweber. Ich weiß gar nicht, wie dick die Dinger hier. Ach, jetzt können wir einfach mal gucken. Halt, stopp! Halt, stopp, Yakinator, jetzt will ich mal schauen. Skimmers. Ah ja. Weiß gar nicht, ob das Skimmen ist. Skim nicht so ein bisschen übers Wasser. Wenn der Stein übers das Wasser skimmt, dann ist das doch dieser Stein, der da immer so rumhopst, ne? Stout ist das. Das ist schon mal eine Stadt, die wir jetzt entdeckt haben anscheinend. Ah ja, super. Und da hinten gibt es dann auch noch eine. Aber Stout ist auf jeden Fall schon mal ein erster Punkt, sage ich mal, wo wir Halt machen können. Dann sehen wir auch mal ein bisschen neue Architektur. Es hat sich ja alles, wird sich alles ein kleines bisschen anders anfühlen als bei der Heiligen Nation. Ja, und wenn er dann mit dem Laden fertig ist, dann sehen wir gleich die ganze Pracht dieser Stadt. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht an diverse Bone Dogs zum Beispiel geraten. Ah, okay, es ist auch kein direkt feindlicher Bone Dog. Das ist ein Bone Dog, der den Rebel Farmern gehört. Ach so, und ich habe übrigens noch vorgehabt, kurz, würde das jetzt gehen? Ja, es würde eigentlich gehen. Wie sieht's denn aus? Wer ist denn hier am stärksten von uns? Kalit hat 9 minus 3 Stärke. Oh, Yakinator hat auch 9, 9, 12, 9. Das heißt, Yakinator müsste eigentlich noch ein bisschen stärker werden. Und Kalit müsste schneller werden. Gut, Yakinator inzwischen mit 36 Athletikpunkten. Ich will das mal folgendermaßen machen, damit ich noch ein kleines bisschen trainiere, bis wir dann, sag ich mal, auch in der anderen Stadt sind. Also nicht in dieser, sondern in der, die darauf folgt. Werde ich mal den Kalit einfach hochnehmen. Der lässt sich dann ein bisschen tragen vom Yakinator. Bringt dem Kalit jetzt zwar nicht so viel, aber dem Yakinator. Der hat jetzt mich auf einmal Encumbrance 69. Das heißt, die Strength XP, die schnell nach oben. Bis zum geht nicht mehr. Und wenn wir hier theoretisch einmal um diese Stadt rumlaufen.
Dann haben wir vielleicht schon mal wieder einen Stärkepunkt oder zwei aufgelevelt. Kann ich doch einfach mal machen. Sieht auch so aus, als ob das hier alles ganz sicher ist. Überall sind so ein paar Ausgänge und Eingänge. Das heißt, wenn Not am Mann ist, dann können wir da schnell reinstürzen und uns vor irgendwelchen Unbillen retten. Denn die Leute hier drinnen sind eigentlich ganz nett. Und jetzt wollte ich nochmal schauen, was war denn das eigentlich? Was war das? Was war das für eine Nation? Ach, das ist anscheinend Außenposten. Und weiß ich immer noch nicht, zu was der Außenposten gehört. Nee, ist anscheinend einfach nur irgendeine Stadt. Gut, okay, ein Außenposten. So, drei Windgeneratoren, das ist ja toll. Ja, die bringen was, ne? Wenn wir später eine Basis bauen, werden wir auch in der Gegend sein, wo relativ viel Wind herrscht. Und da werden wir uns auch die Windgeneratoren hinklatschen, dass das auch nochmal so richtig dolle postapokalyptisch aussieht. Und ihr seht, hier in der Wüste ist einiges los. Da hinten kämpfen schon wieder die Spinnenwesen. Hier kommen irgendwelche dubiosen Gestalten auf mich zu. Manhunter. Ha, Manhunter sind auch so eine Geschichte. Die sind relativ langsam, sehr kampfkräftig. Und wenn wir alleine unterwegs sind und eventuell noch eine Bounty auf uns ausgesetzt ist, dann könnte es durchaus bedeuten, dass die Manhunter uns auch jagen. So, Spinnenäumel? Nö, okay. Der greift die nicht an, die greifen den nicht an. So, hat's denn was gebracht? Ja, eine Stärke haben wir schon aufgelevelt. Sehr schön. Hallo? Warum rennen die auf einmal so schnell? Warum hat Yakinator der Weise keine Lust mehr, sich zu bewegen? Fragen über Fragen. Da vorne wird schon wieder gekämpft. So, okay, eine Runde um die Stadt, hatte ich ja gesagt. Machen wir. So, eine ordentliche. Eine gute Runde, sag ich mal. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns vielleicht ein kleines Lager. Schauen eventuell. Ach nee, das machen wir dann beim nächsten Mal. Suchen wir uns ein kleines Lager. Und dann beenden wir diese Session erstmal. Ist ja wunderbar, dass wir jetzt erstmal hier angekommen sind. Ich weiß gar nicht, ob hier die Taschen auch so rigoros kontrolliert werden. So, und inzwischen. Ach. Das sind doch Samurai-Leute. Und das sind die United Cities, die Vereinigten Städte. Das ist hier die zweite Hauptfraktion neben der Heiligen Nation. Also die zweite sehr, sehr große Fraktion mit mehreren Siedlungen. Und die sind sich natürlich spinnefeind. Und ja, aber wir haben ja jetzt kein Tattoo auf der Stirn, wo steht Holy Nation oder so. Insofern sollte das alles kein Problem sein. So, normale Geschwindigkeit wieder. Yakinator trägt immer noch so den Kaliten ein kleines bisschen hin und her. Das sieht ein bisschen seltsam aus, ne? Gut, okay, dann lasse ich mal wieder runter. Ah. Danke, Khalid, dass du dich so zur Verfügung gestellt hast. Super. Und dann würde ich sagen, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Macht euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns höchstwahrscheinlich morgen. Am Freitag, nee, am Freitag kommt wahrscheinlich noch eine Session, vielleicht auch nicht. Am Samstag ist traditionell Pause bei mir und wie ihr vielleicht schon letzte Woche gemerkt habt, aber ich bin übers Wochenende weg und deswegen könnte es sein, dass halt nur am Sonntag erstmal wieder eine Session kommt und morgen natürlich. Und Freitag und Samstag Pause. So, jetzt seid ihr vollkommen verwirrt. Ich auch. Und ja, tschüss.